In Excel soll eine Kreuztabelle gefüllt werden mit Daten einer Liste. Vielen Dank an Ibeck für diese Idee. So, in Excel habe ich hier eine kleine Tabelle, Spalten B und C. Hier sind Abteilungsdaten drin und hier sind Firmenzugehörigkeiten. Und jetzt soll diese Tabelle hier gefüllt werden, diese Kreuztabelle, wo ich links die Abteilung sehe, oben, wie lange sind die Leute schon da, und unten und rechts sollen dann nochmal die Marginalsummen, die Randsummen gebildet werden. Ich werde das auf zwei Wege zeigen. Zum einen mit der Funktion zählen wenns in Kombination mit Spalte und einmal als Pivot. Okay, fangen wir hiermit an. Hier reingeklickt. Da ist ja die Frage, bis ein Jahr, ist ein Jahr noch dabei, einschließlich einem Jahr oder alles unter einem Jahr? Ich sag mal alles unter einem Jahr. Und das ist ja hier die Spalte 6. Ne, Spalte A ist die Spalte 1, Spalte 2, 3, 4, 5, 6. Das ist Spalte 6. Mit der Funktion Spalte, Klammer auf, Klammer zu, kann ich ja die aktuelle Spalten ermitteln. Also könnte ich mich auch fragen, wenn das hier die Spalte 6 ist und ich ziehe davon mal ja, 5 ab. Das heißt, ich stelle mich hier hin und ziehe hier 5 ab. Dann habe ich hier die Zahl 1 drin stehen. Also wieder oben, ein Jahr. Und wenn ich das mal nach rechts rüber kopiere, ich mache das mal bis zu 6 bis 7 Jahren, dann habe ich hier immer die Obergrenze stehen. Das heißt, wenn ein Wert kleiner ist als dieser Wert hier, kleiner als die 1, dann gehört er hier reingezählt. Ist er kleiner als die 2, gehört er hier reingezählt. Moment, 1 bis 2. Das muss ich noch berücksichtigen. Okay, so das heißt, ich habe hier schon mal mit Spalte die Zahl 1 ermittelt, automatisch. Und jetzt baue ich hier die Funktion zählen, wenns drumrum. Zählen, wenns. Ich sehe die Funktion, klicke hier doppelt drauf. So, die Klammer hat sich automatisch geöffnet. Und ich klicke mal auf Fx, damit sich der Funktionsargumente-Dialog öffnet. So, ich bin in der Funktion zählen, wenns. Ich habe da drauf geklickt. Klicke hier drauf. So, zähl mal. Ja, wo soll er denn zählen? Moment, das kopiere ich mal einmal ein tiefer. Zähl mal in den Daten hier der Spalte C. Ich markiere die mal. Da wäre natürlich eine intelligente Tabelle besser. So, zähl mal in diesen Daten. Das sind 76 Daten. Zähl, ob der Wert, ja, ob der ist kleiner als 1. Ist der Anführungszeichen kleiner als 1, das schreibt man mit Anführungsstrichen, Kleinerzeichen, Anführungsstrichen und. Ja, und da steht dann die 1. Das heißt, hier wäre jetzt schon mal automatisch die Zahl 2, weil zwei Werte, diese 0,7 und die 0,2 hier unten, die sind kleiner als 1. Allerdings zähle ich ja jetzt alle Werte. Das soll ja in Abhängigkeit von der Abteilung gemacht werden. Also nochmal auf Fx geklickt und ich füge ein Kriterium hinzu. Gleichzeitig soll gelten, dass die Werte in der Spalte B, Moment, ja, von hier, und ich markiere nach unten, ich weiß ja, dass es 78 ist, ich trage es mal händisch ein. Das würde ich nachher mit intelligenten Tabellen machen. Zähle hier in ABC, guck da durch, ob der Wert identisch ist mit dem Wert hier vorne in der Abteilung. Jetzt habe ich vor, die Formel gleich zu kopieren. Also muss der Buchstabe, der Spaltenbuchstabe geschützt werden. Ich drücke hier das Dollarzeichen. Da ich die Formel bewegen möchte, muss der Kriterienbereich geschützt werden. Ich drücke mal die Taste F4 und der Kriterienbereich hier oben muss auch geschützt werden. Und so wird mir jetzt gezählt, das mache ich mal, ziehe das nach unten, wann ich einen Wert kleiner als 1 habe. So, das ziehe ich mal nach rechts und ich bekomme angezeigt, wie viele Werte sind jeweils kleiner als zum Beispiel 5, kleiner als 6, kleiner als 7 und bekomme hier letztendlich in Summe ja, 75 Zahlen. Es ist nämlich auch ein Wert größer 7 dabei. Ja, das ist aber aufsteigend. Mir fehlt noch die Untergrenze. Also, soweit ganz gut. Und ich lösche das mal. Das passt auch hier für die erste Spalte. So, die Formel kopiere ich einmal nach rechts. So, und hier muss jetzt aber noch ein zweites Kriterium gelten. Ich drücke mal auf Fx.
Und zwar muss auch gelten, dass der Wert, der hier in dieser Spalte C steht, größer ist als, jetzt muss ich ein bisschen nach unten fahren, größer ist als der Wert aus der Spalte davor. Das heißt, dass hier, ich nehme mal meinen Spalte-Befehl hier raus, dass der hier geprüft wird, ist der Wert größer, na, Größerzeichen, gleich und dann nicht Spalte minus 5, sondern Spalte minus, ja, 6. Das heißt, ich frage, ist der Wert größer gleich 1 und gleichzeitig kleiner als 2? Ich klicke mal auf OK, fahre das Ganze hier mal nach unten, die Formel, kopiere die nach rechts rüber und bekomme nun hier die Werte. Ich habe 76 Zahlen insgesamt, das weiß ich, bekomme die 74 Werte rausgefischt hier, die in dieser Kombination jeweils vorkommen. Für die letzte Spalte, da muss ich dann halt noch anpassen, dass ich hier nicht nach dem Kriterium suche, das etwas kleiner ist. Das heißt, hier schmeiße ich dann entsprechend den ersten Teil nochmal raus. Das heißt, dieser Bereich hier, der wird hier entfernt. So, den brauche ich nicht. Drück mal entfernen und klick auf OK und kopiere die Formel nach unten. Und somit habe ich hier die 2 aus der Abteilung GHI, komme so auf meine 76. Und hier unten natürlich, ja, möchte ich noch die Summen haben. Die möchte ich hier aber auch haben. Hier auch, hier auch. Ja, ich markiere einfach einmal alle Werte, klick auf Autosumme und mir werden alle Summenzellen gefüllt. So. Puh, das war ja viel Arbeit. Also mit Zählen, Wenn und Spalte kriege ich das hin und der Funktion Summe da unten. Jetzt haben wir ja Pivot Table vorhanden und mit Pivot Table kann ich das ganz schnell praktisch blitzartig nachbauen. Und zwar markiere ich das hier mal, damit sich das nachher auch dynamisch erweitern kann mit Steuerung T. Ich stehe links in der Tabelle, drücke Steuerung T, klicke auf OK. Diese kleine Tabelle hat Überschriften. Gut, da oben. Da mache ich jetzt nochmal die Überschriften schwarz. Und aus dieser Tabelle, die ich ja hier sehe, Tabellentools, die Tabelle hat den Namen 2. Ich nenne es mal Datenliste. Aus dieser Tabelle erzeuge ich nun direkt eine Pivot-Tabelle, eine Pivot-Table. Und diese Pivot-Table, die füge ich mal hier drunter ein. Hier aufs gleiche Blatt. Ich klicke auf OK. So, jetzt sehe ich hier auf der rechten Seite die beiden Felder, die ich habe, nämlich Abteilung. Mit der Abteilung, das klicke ich mal an. Das ist dann automatisch hier auf der linken Seite. Und ich klicke mal auf Zugehörigkeit und ich bekomme angezeigt, haha, die Summe der Werte, nein, nicht die Summe, der soll mir nicht die Jahre zusammenrechnen, der soll, rechte Maustaste, der soll mir die Anzahl zeigen. So, jetzt sehe ich auch meine 76, super. Aber jetzt habe ich ja diese Klassen von 0 bis 1, von 1 bis 2, von 2 bis unter 3, von 3 bis unter 4 und die Zugehörigkeit, die ja diese krummen Werte hier beinhaltet, die setze ich einfach nochmal als Spaltenüberschrift. Und so habe ich auch eine Kreuztabelle. Allerdings, haha, das sind jetzt hier die tatsächlich vorkommenden Werte. Die interessieren mich gar nicht. Ich möchte das zusammengefasst haben. Und das mache ich mit der Gruppenauswahl oben. Ich stehe in dem Feld, klicke auf Gruppenauswahl und sage nun Start bei 0. Gehe bis, keine Ahnung, gehe bis 7 und mache immer einer Schritte. Ich klicke auf OK und bekomme die gleichen Werte, wie ich die oben habe. Ich muss das hier mal ein bisschen breiter machen, so dass die Spalten breiter sind. Ich bekomme die gleichen Werte angezeigt. Hier 1, 1, 2, 1, 3, 5, 4, 2, 1, 3, 5, 4. Ich bekomme die gleichen Marginalsummen. Ich bekomme auch die Kategorie größer 7 angegeben und damit sich hier die Spaltenbreiten nicht permanent ändern, klicke ich hier nochmal mit rechts rein, wechsle auf die Pivot-Table-Optionen und wähle den Haken ab Spaltenbreiten bei Aktualisierung anpassen und bei leeren Zellen, ich sehe das alles blank,
Da trage ich nochmal eine 0 rein, klicke auf OK. So, und da sehe ich hier die fast gleiche Tabelle, wie ich sie oben habe. Ich könnte natürlich noch diese beiden Beschriftungen hier wegklicken. Das kann ich oben im Register analysieren bei Pivot Table Optionen. Ich habe ja gerade auch schon mit rechts drauf geklickt, da hätte ich es auch machen können, mit rechter Maustaste, Pivot-Table-Option. Hier steht bei Anzeige, dass ich die Feldbeschriftungen und Filter-Dropdowns sehen möchte. Und wenn ich die hier, wenn ich die hier wegwähle und auf OK klicke, sehe ich hier entsprechend nicht mehr diese Dropdown-Felder. Ja, eine wunderbare Möglichkeit, Pivot-Table gegen ja, eine wirklich etwas komplexere Zählen, Wenn- und Spalte-Funktion mit Summen, die ich dann auch noch bilden muss. Also hier hat für mich mal wieder die Pivot-Table gewonnen. Ich freue mich auf Feedback. Bis zum nächsten Video.